Die Schweiz mag nicht in der Europäischen Union sein, könnte aber dennoch eine eigene Art von Brexit vollziehen. Die Schweizerische Volkspartei sammelt Unterschriften für ein Referendum, um das Bewegungsfreiheitsabkommen mit der Europäischen Union zu beenden. Dieser Schritt würde dem Land wieder die volle Kontrolle über die Immigration geben. Momentan dürfen EU-Bürger in der Schweiz leben und arbeiten und umgekehrt. Die SVP hat nun Zeit bis Juli, um 100.000 Unterschriften zu sammeln. Sollte das gelingen, dann müssten die Regierung und das Parlament in Bern den Vorschlag diskutieren und zur Abstimmung bringen. Der Präsident der Jugendbewegung der SVP ist überzeugt, die Bevölkerung werde für ein Ende der Bewegungsfreiheit stimmen. Wir sind die größte Partei in der Schweiz und wir haben eine Menge Initiativen gestartet. 2014 hat die Schweizerische Volkspartei ihre Initiative gegen Massenmigration gestartet. Warum sollte das nicht ein zweites Mal funktionieren? Ich bin sicher, die Schweizer werden für diese Initiative stimmen, damit wir das Abkommen zur Bewegungsfreiheit mit der Europäischen Union beenden können. Eine ähnliche, wenn auch leicht abgeschwächte Abstimmung gab es bereits 2014. Sie sollte den Zustrom von Migranten reduzieren. Die Mehrheit stimmte dafür. Das Parlament führte ein System ein, das Schweizer bei der Arbeitssuche bevorzugt. Quoten für EU-Arbeiter wurden verhindert. Nils Fichter glaubt, die Menge der Neuankömmlinge sei nicht tragbar. Wir haben massive Probleme mit Massenmigration. Wir wollen das beenden. Wir hatten in der Schweiz eine zusätzliche Immigration von etwa 800.000 Personen. Das ist eine Bedrohung unserer Demokratie. Die Schweiz will unabhängig, neutral und frei bleiben. Das Parlament und die Regierung der Schweiz haben Zeit gehabt, die Initiative von 2014 umzusetzen. Das haben sie aber nicht getan. Vielleicht hatten sie Angst vor der Reaktion der Europäischen Union. Ich denke, das ist ein großes Problem. Wir haben all diese linken Politiker in der Regierung und im Parlament. Das ist der Grund dafür, warum die Initiative gegen die Massenimmigration nicht umgesetzt werden konnte. That initiative against mass immigration couldn't be implemented.